Hallo, da bin ich wieder. Tja, wenn ihr glaubt, dass das jetzt heute so ganz gemütlich mit der Rückenfitness wird, dann habt ihr euch aber getäuscht. Also, ich habe mir im Gegensatz zur Halle heute mal ausgedacht, dass wir uns aus unserem Wohnzimmer oder in dem Esszimmer einen Stuhl dazu nehmen und schauen mal, dass wir mit dem ein bisschen arbeiten können. Also, ich stehe mal wieder auf, ich starte gleich mit der Musik, ihr stellt euch noch einen Stuhl hin, so dass die Rückenlehne sozusagen zu euch steht und ihr stellt euch hinter den Stuhl, wo ich auch gleich starten werde. Und dann legen wir einfach mal zusammen los. Bis gleich. Fußspitze. Nehmen die Arme dazu, vor,
Nochmal die Fußspitze. Links, rechts, links.
Maschinierung. Einmal andere Seite. Locker Mittel in der Schulter. 4, 3, Achtung, die Fußspitzen. Mal testen, testen. Und die Arme schieben vor, vor. Arme weg und verlassen. Fußspitzen dran. Oberkörper zieht. Hier. Jetzt gehen wir deine in Step Touch. Zieh hier auf, zieh hier auf. Jawohl. 4, 3, 2, Arme nach oben. Hoch, zieh tief, komm, Rücken, Schulter, arbeite. Jawohl. Marschieren links von Anfang an. Einatmen. Aus. Tappen, nach links, rechts, links. Marschieren hier hoch. Jetzt, jetzt. Locker deine Schultern aus. Jawohl. Marschieren nochmal links. Komm. Einatmen. Aus. Tappe Side. Links. Rechts. Marschieren wieder rum. Komm. Um den Stuhl herum. Füße ein bisschen heben. Schultern locker. Tappe die Kuschelspitze. Tapp. 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 Die Arme. Komm. Achtung, jetzt die Ferne. Schnell. Sehr schön. Richte dich auf wieder. Sieh. Single Step Touch auf den Ellenbogen. Schultern tief. Bauchnabel ist inne. Atme. Hey. Arme nach oben. Hoch. Und zieh hier tief. Hoch. Zieh hier tief. Achtung. Wir gehen in die Kniebeugen. Komm. Schieb den Po ein bisschen nach hinten. Atme. Noch viermal. Okay. 4, 3. Geh langsam auf, hier nach unten, geh tief, tief, tief. Rolle auf, Schüttelbrücke. Nochmal tief, langsam vier. Rolle auf. Letzten zwei Runden, rechts von Anfang an. Komm, komm. Tappe Seite. Zieh hier. Marschier hier drumherum. Komm. Locker in der Schulter. Die Arme gehen vor, vor, vor. Jetzt kam die Ferse. Zieh die Fußspitze gut ran. Zieh im Oberkörper zu. Und geh in den Step Touch. Side, 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 side. Bauch fest nach innen, Schultern tief. Arme nach oben. Lang. Zieh tief. Kopf, Füße entspannen. Zieh hier. Ja. Yeah. Geh in die Kniebeuge. Wieder ab. Hoch, ab, nur noch zwei, okay? Wir ändern ein kleines bisschen. Auf, hier langsam tief. Ab, ab, ab. Rolle auf, jetzt. Hoch, hoch. Masche links am Platz. Atme ein. Aus, Teppe da. Komm, zieh hier. Und hier rum, rum, rum. Hopp, 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 hopp. 4, 3. Und Maschine, atme ab. Habe ich euch vergessen, gell? Tap is nice. Ich weiß es nicht. Und hier rum. Hip, 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 hip. 4, 3, 2. Die Fußspitze. Tap nochmal vorne. Bauch und Fett. Schultern tief. Arme schieben vor. Vor. Achtung, Ferse ohne Arme. Fußspitze gut ran. Zieh zurück. Zieh hier. Aus dem Ellenbogen heraus. Komm, Schultern halten schön ruhig. Bauch ist inne. Jetzt die Arme hoch. Wechseln hoch. Zieh tief. Komm, spür die Schultern in den Rücken. Atme. Achtung, Kniebeugen. Sind noch 4. Nur noch 2. Gut, und jetzt gehst du langsam auf die wieder tief. Gewicht ist auf den Kern. Rolle auf. So. Marschier rechts am Platz, nur marschier. Gott. Bauch fest nach innen, komm mal neben an den Stuhl. Kick mal locker aus. Kick, 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 kick. Locker. Und marschier noch. Rechts, rechts. Einfach noch marschier. 4, 3. Und jetzt kickst du mal über Kreuz. Kick mal rüber, rüber. Dreh so ein bisschen in der Wirbelsäule.
Und marschier ab. Ja, ich kann das auch gleich. Achtung, letzten vier. Nehmen wir den rechten Fuß ganz weit nach hinten. Schieb die Ferse in den Boden, halte hier. Und rück die Ferse nochmal hoch. Bauch fest nach innen. Hüfte ist hier ganz tief. Noch viermal. Vier. Drei. Zwei. Achtung. Jetzt ziehst du die Arme in Schulterhöhe. Zieh hier vor und fest zurück. Zieh hier vor und fest zurück. Zieh hier vor und fest zurück. Hinteres Bein nach vorne holen. Zieh es vor. Beuge beide Knie. Rolle auf. Wechsel kurz die Füße, linkes Bein nach hinten. Halte hier die Dehnung. Vier. Löse mal die Ferse. Es geht hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Und zieh mal die Arme über den Kopf. Zieh hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Und hol das hintere Bein langsam nach vorne. Beuge beide Knie. Voilà. Und du lockerst alles einmal aus. Sehr schön. So, dann wechseln wir kurz die Musik. Ihr trinkt gerne einen Schluck. Ich hoffe, ihr fühlt euch ein bisschen aufgewärmt, einmal ein bisschen durchgewurschtelt. Und wir starten wieder hinter unserem Stuhl. Wir haben jetzt ein ganz kleines bisschen Zeit. So, dann schauen wir nochmal. Mit der Technik der Musik, das ist immer nicht so ganz einfach. Muss immer quasselnderweise das Ganze ein bisschen überspielen. Ne? Zieh rück.
Sehr schön. Bisschen noch. Komm. Oberschenkel arbeiten. Bauch fest nach innen. Achtung. Ganz klein unten. Bleib mal tief. Tief. Gewicht ist auf den Fersen. Drehe deine Oberschenkel hinten zur Sitzfläche. Bauch ist fest. Wenn die Arme zu schwer werden, nimm sie hier runter. Halte noch kurz durch. Tief, 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 tief. 4, 3, 2. Rolle auf, komm hier hoch. Gut, und jetzt setze dich langsam auf den Stuhl hinten ab. Füße kommen so ein bisschen nach vorne. Richte dich im Oberkörper auf. Zieh den Bauchnabel ganz fest nach innen. Zieh dich hier schön lang. Atme. Nimm die Arme seitlich. Langsam seitlich. Dreh die Handinnenflächen Richtung Becken. Fingerspitzen sind lang. Ellbogen leicht gebeugt. Schultern tief. Schieb das Kinn in den Hals. Bauch ist innen. Jetzt zieht ihr nur zurück. Zieh. Zieh. Spüre den oberen Rücken. Lass den Nacken hier ganz lang. Ich zeige es einfach mal auf der Position. Spüre hier, wie deine Schulterblätter zur Wirbelsäule kommen. Lass den Nacken lang. Rücken arbeiten. Bauch setzt nach innen. Bisschen noch. Zieh. 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 Achtung hinten, kleine. Klein, 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 klein. Denk an den langen Nacken. Zieh den Bauch nach innen. Daumen nach hinten. Richtig in der Rotation. Atme. Achtung, die Repeater. Und du ziehst. Zieh. Zieh. Geh vor. Zieh. Zieh. Zieh, gehe vor. Und wenn du jetzt vorgehst, darfst du den Rücken ein bisschen rund machen. Sehr schön. Jetzt haben wir den langen Weg von vorne. Zieh mal weit vor. Weit vor. Oberer Rücken arbeitet. Bauch immer nach innen. Komm. Hopp. Hopp. Super. Atme. Lass die Arme vorne. Schieb mal hier die Handinnenflächen zu. Spüre die Dehnung zwischen deinen Schulterblättern. Zieh den Bauch nach innen. Halte. Zieh die Arme langsam über den Kopf nach oben. Richte dich im Rücken auf. Halte hier die Dehnung. Lass den Nacken lang. Atme. Sehr schön. Noch 4. Öffne die Arme langsam, weit nach außen, senke sie wieder ab, lege die Hände auf die Oberschenkel, Daumen zueinander, bring das Gewicht nach vorne, rolle langsam auf, okay, marschiere links am Platz, marschiere links, links und geh hinter den Stuhl, hep, hep, marschiere links hier weiter, links, links, links. Könnt ihr euch an den ersten Teil erinnern? Machen uns hier rund. Rolle ein, ab, ein, ab. Mehr. Spür mal, richtig angenehm, wie das, was eben angesprochen wurde, durchbewegt wird. Atmen, sehr schön. Ein bisschen noch. Rund und zieh hier. Richtig schön über die Schultern. Oberer Rücken arbeitet. Mach dich immer rund. Hüpf, ja, hüpf, jawohl, sehr schön. Und die letzten 8, komm, 8, 7, 6, 5, 4, 3, komm, zieh durch, 2, mach hier nur am Platz, locker wieder ein bisschen aus. Okay, noch 4. 3 und jetzt läufst du wieder nach vorne, vor deinen Stuhl, ziehst den Bauch nach innen, oberer Rücken hat jetzt einfach wieder Pause, geh so ein bisschen vom Stuhl weg, öffne hier Hüften breit,
Fußspitzen nach vorne und ihr setzt euch tief. Hopp, hopp, hopp. Und die Stuhlfläche ist heiß. Komm, höp und komm hoch. Bauch fest nach innen. Spann den Po hier an. Höp. Jawohl. Könnt ihr euch in der Halle dran erinnern, wenn ich immer sage, geht nach unten und ihr dürft euch leider nicht setzen. Das ist diese Übung. Hier haben wir den Stuhl. Komm, 8 schaffen wir noch, okay? 8, 7, 6, Schultern tief, Nacken ganz lang. 4, 3, 2, komm, wir schaffen das weiter. Jetzt zieht ihr nochmal die Arme. Komm, hopp und rück, hopp, rück, hopp, zieh. Sehr schön, bisschen noch. 4, 3, 2 und jetzt kommen die Kleinen unten. Klein, 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 klein. Ja, jetzt fangen vorne die Oberschenkel an, so ein bisschen zu brennen. Gewicht ist auf den Fersen. Halte durch. Halte kurz die Spannung, senk die Arme langsam ab. Rolle ein bisschen auf. Rolle mal hier auf. Zieh die Schultern tief und setz dich gemütlich auf den Stuhl ab. Füße kommen wieder nach vorne, Bauch ist fest. Zieh dich hier wieder lang, nimm die Arme seit. Achtung jetzt den Ufer. Jawohl. Fingerspitzen lang, Daumen sind zurück. Ellenbogen ungefähr in Schulterhöhe. Sehr schön. Denk nochmal an deinen Brustbein, schieb das Knie hier in den Hals, sei hier immer ganz lang. Halte, atme, okay, und wir ziehen zurück. Zieh, ja. Jetzt solltet ihr wieder das Gefühl haben, dass eure Schulterblätter die Wirbelsäule besuchen wollen. Trotzdem haben wir den Bauch nach innen gezogen und ihr atmet. Ausatmen, ausatmen, mach hier weiter, ich zeige es nochmal hier. Spüre es, die Schulterblätter besuchen deine Wirbelsäule. Jetzt ziehen wir die nur klein, klein, klein. Oberer Rücken arbeitet, lass den Nacken lang, komm, schieb das Kinn in den Hals. Zieh den Bauch nach innen, atme, atme, atme. Okay, jetzt ziehen wir 3, komm, 1, 2 und bring die Ellbogen vor. Hopp, hopp, bring die Ellbogen vor. Gib so einen Druck leicht auf deine Ellbogen. Sehr schön. Jetzt ziehen wir einzeln. Weit, zu, Schultern tief und Nacken lang. Komm, halte durch, das sind die letzten 4. Du hast noch 2 davon. Sehr schön. Und jetzt halte kurz die Spannung hier, den Druck. Spür deine Brustmuskeln, lass die Schultern tief. Und jetzt schiebt ihr mir wieder die Handinnenflächen zu. Macht euch rund. Halte die Dehnung hier. Und ihr richtet euch langsam im Rücken auf. Zieh dich hier lang und den mal ganz weit nach hinten. Schultern tief, Nacken lang, Bauchnabel in den Innen. Halte. Atme. 4. Und ihr öffnet langsam. Ja, öffnet hier. Kreis mal mit deinen Schultern hier ganz bewusst zur Höhe. Ganz bewusst, richtig mit beiden Schultern zurückkreisen. Dann lockert ihr den Schultergürtel ein bisschen aus. Die Hände gehen wieder auf eure Oberschenkel. Bringt das Gewicht nach vorne. Kommt ihr wieder nach oben. Sehr schön. Und ihr geht noch einmal um den Stuhl herum. Greift mit beiden Händen
die Stuhllehne, geh auf dein rechtes Bein, zieh das linke zur Seite. Dreh die Fußspitze ganz gut nach vorne. Standknie ist gebeugt, hebe das Bein ab. Zieh ab. Spür ein bisschen die Hüfte, Schultern tiefen, Nacken lang. Wenn das mit dem Gleichgewicht gut klappt, schlüpft auch gerne hier die Spannung halten. Ansonsten haben wir den Stuhl hier. Dreh die Fußspitze zu mir. Nicht nach oben aufdrehen, wir wollen nicht den Hüftbeuger arbeiten lassen. Wechsel gleich die Seite. Komm, zieh mal auf der anderen Seite. Atme, atme, atme. Bleibe hier stabil. Zieh den Bauch nach innen. Hüftmuskulatur arbeitet hier. Bauch ist fest. Denk an die tiefen, tiefen Schultern. Zieh, zieh, zieh. Achtung. Wechsel die Seite. Acht, sieben, sechs, fünf. Denk an das leicht gebeugte Standknie. Bauch fest nach innen. Atme. Wechsel die Seite. Acht. Hopp. Sieben. Leicht geschafft. Hopp. Atme. Noch viermal. Vier. Drei. Zwei. Hopp. Wechsel ein letztes Mal. Noch vier mit links. Vier. Drei. Zwei. Achtung, vier mit rechts. Hopp. Ganz stabil im Körper. Bauch fest nach innen, atme, gut. Lass das Bein tief, ihr bleibt hinter eurem Stuhl. Ich drehe ihn zur Seite, wandere mal mit den Füßen zurück, beuge deine Knie leicht und jetzt halte mal hier die Dehnung. Halte dich am Stuhl fest, lass das Bein hier durchhängen. Spür mal ganz aktiv die Dehnung. Atme, atme, atme. Und jetzt jeder mal gerne so ein bisschen, dass sich der Brustkorb aufdehnt. Lass die Knie gebeugt, im Moment gebeugt. Feder, Feder. Gut, und jetzt ändert ihr ein ganz kleines bisschen, indem ihr beide Knie streckt. Versucht das nochmal hier ein bisschen tiefer zu gehen. Spür die Dehnung über die Rückseite von deinen Beinen. Über den Po und lass dich hier so richtig schön angenehm durchhängen. Zieh den Bauchnabel nach innen, lass den Nacken lang. Atme. Und jetzt Feder auch hier nochmal so ein bisschen. Zieh deine Muskelfasern gut auseinander. Gut. Und jetzt rollt ihr ganz langsam auf, beugt die Knie ein bisschen, roll hier wieder auf, geh wieder an deinen Stuhl, ich drehe mich wieder zu euch. Jetzt geht ihr hier auf die Seite, auf euer linkes Standbein, umfasst mal den rechten Spann. Jetzt habt ihr ja den Stuhl hier, um das Gleichgewicht zu halten. Während das nicht schwer fällt, der löst hier einfach, hält die Anspannung. Standknie ist leicht gebeugt, lass die Schultern tief. Dehne einfach mal hier gut über deinen Hüftbeuger. Ansonsten lass einfach die Hand und löse. Ja, genau. So wie es für dich geht. Sehr schön. Atme. Okay. Noch vier. Löse diese Dehnung langsam. Geh hier wieder raus. Locker einmal kurz die Beine aus, geh an die andere Seite, komm auf dein rechtes Standbein, umfass den linken Spann, Standknie gebeugt, versuch die Knie nebeneinander zu bringen, richte immer dein Becken ein bisschen auf, lass die Schultern tief und wie gesagt, wenn das mit dem Gleichgewicht gar kein Problem ist, dann halte hier diese Spannung. Ansonsten haben wir die Hand extra hier, das hilft gut. Oder mal loslassen, wieder festhalten. Das, was für euch möglich ist. Halte noch ganz kurz, atme. Okay. Und ihr löst auch hier ganz langsam.
locker mal alles kräftig aus. Trink gerne einen Schluck und ich stelle jetzt die Muskeln aus. Sehr schön. So, und jetzt gehen wir einfach ohne Musik an den Boden. Und zwar schiebt ihr euch den Stuhl ein bisschen zur Seite. Ihr holt euch eure Matte dazu. Und die legt ihr einfach an die Seite vom Stuhl. So, das, was wir jetzt machen, ist, wir gehen auf die Matte, gehen dicht an den Stuhl ran und jetzt legt ihr einfach mal eure Beine entspannt auf der Sitzfläche ab, umfasst hier die Oberschenkel und lasst dich mal langsam auf dem Rücken ganz entspannt nieder. So, und jetzt legt ihr wirklich eure Fersen oder die Unterschenkel von oben auf dem Stuhl ab. Achtet wieder darauf, dass die Füße ungefähr hüftbreit geöffnet sind. Drückt den unteren Rücken so ein bisschen Richtung Boden. Und jetzt nehmt ihr einfach mal wieder beide Hände unter euren Kopf. Dieses Mal aber bitte wieder mit den Daumen an die Schläfen. Die Fingerspitzen kommen an euren Hinterkopf. Und eure Ellbogen klappt ihr mal bitte so weit nach vorne, dass ihr im Blickwinkel gerade so die Ellbogen sehen könnt. Und jetzt löst ihr mal den oberen Rücken etwas von der Matte. Zieht den Bauchnabel nach innen. Und jetzt ziehen wir hier einfach über den geraden Bauchmuskel ein bisschen hoch und tief, hoch und tief. Ausatmen beim Hochkommen. Und ab. Und ab. Und ab. Noch acht. Acht und acht. Sieben und acht. 6 und 8 und 8. Atme aus und zieh den Bauchnabel nach innen. Löse die Schulterblätter und bleibe unten ablegen. Drück mal die Ellenbogen Richtung Boden, sodass ihr euch über den Brustkorb weit öffnet. Und jetzt machen wir nichts anderes, als dass wir mal im Becken den unteren Rücken fest zur Matte drücken. Halte kurz die Anspannung, lass den Nacken lang. Spür einen angenehmen Druck im Lendenwirbelsäulenbereich. Halte ihn und lass locker. Und nochmal, Becken aufrichten, den unteren Rücken fest zur Matte drücken. Lass den Nacken lang, drück die Ellenbogen trotzdem zum Boden. Atme immer weiter, auch wenn du den Bauchnabel nach innen ziehst, den Rücken unten hast, die Ellenbogen zum Boden drückst und lass wieder locker. Und noch einmal, Becken aufrichten, Lendenwirbelsäule zum Boden, Ellenbogen zum Boden, Nacken lang. Atmen, Bauchnabel ist innen, nicht vergessen zu atmen und locker lassen. Gut. Aus dieser Position heraus öffnest du deine Arme in U-Form. Das heißt, du legst sie hier entspannt ab, die Handinnenflächen zeigen nach oben. So, und jetzt gibst du etwas Druck mit deinen Fersen oder den Unterschenkeln auf die Sitzfläche vom Stuhl und löst hier einfach mal ein ganz bisschen den Po, den unteren Rücken. Bitte nicht hier oben ins gestreckte Hohlkreuz raufgehen, sondern wir ziehen einfach nur Po, unteren Rücken hoch und haben jetzt die Aktion in der Rückseite vom Oberschenkel im Po und ein ganz bisschen im unteren Rücken. Und wir senken hier wieder ab. Zieh ruhig die Fußspitzen aktiv ran. Und nochmal anheben und absenken. Anheben, absenken. Anheben, absenken. Denk an deinen langen Nacken, an die tiefen Schultern, an den festen Bauchnabel, der immer nach innen reingezogen wird. Und ab. Und das machen wir noch viermal. Anheben und lösen. Anheben und lösen. Anheben und
lösen und noch einmal anheben und lösen. Jetzt zieht ihr das rechte und linke Knie nacheinander zum Oberkörper heran. Umfasst mal hier beide Oberschenkel. Und wenn es geht, dann schaukelt ihr jetzt einfach mal auf dem Rücken so ein bisschen vor und zurück. Einfach wie so eine Rückenschaukel. Nehmt das Kinn gerne so ein bisschen mit zum Brustbein. Massiere einfach mal komplett deine Wirbelsäule hier. Sehr gut. Und dann legt ihr den Oberkörper langsam wieder ab. Die Füße kommen wieder nacheinander auf die Sitzfläche vom Stuhl. Zieh die Fußspitzen wieder so ein bisschen aktiv ran. Nimm die Hände wieder unter den Kopf, Ellenbogen ein bisschen nach außen, Daumen an die Schläfen, Fingerspitzen an den Hinterkopf. Jetzt hebst du wieder über die Anspannung des geraden Bauchmuskels den Oberkörper vom Boden weg und führst jetzt einfach mal deine rechte Hand am linken Oberschenkel vorbei und gehst hier wieder zurück. Ja, also wir arbeiten im Moment nur mit dem schrägen Bauchmuskel und gehst wieder zurück. Und wir starten zusammen. Rechte Hand am linken Oberschenkel vorbei und geh hier wieder zurück. Und geh hier vorbei, löse das Schulterblatt und gehe zurück. Und wieder vorbei und achte auf die Knie, dass die immer in der gleichen Position bleiben. Und vorbei und wieder zurück. Und vier und rück. Und drei und rück. Und zwei und rück und wechsel die Seite. Linke Hand geht am rechten Oberschenkel vorbei. Und zieh hier rüber und geh zurück. Und zieh hier rüber und geh zurück. Lass deinen schrägen Bauchmuskel so ein bisschen arbeiten. Atme aus, wenn du hochkommst. Zieh den Bauchnabel nach innen. Wir haben noch zwei auf der Seite. Komm hoch und zurück und noch einmal hoch und wechseln. Und acht und rück. Sieben und rück. Ausatmen und rück. Noch vier Stück. Vier, drei, zwei, und wechsel die Seite. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins und lege den Oberkörper langsam wieder ab. Drück noch einmal die Ellenbogen zum Boden, schieb das Kinn in den Hals, gib wieder ein bisschen Druck auf die Sitzfläche, richte dein Becken auf und drücke hier nochmal bewusst den Lendenwirbelsäulenbereich auf die Matte. Spür richtig so einen angenehmen Druck hier unten, als wolltest du da was einklemmen. Bleibe trotzdem im Oberkörper offen, drück die Ellenbogen zum Boden, lass den Nacken lang, halte diese Spannung, atme weiter und locker lassen. Und noch einmal fest nach unten drücken, spür nochmal so einen angenehmen Druck im unteren Rücken, halte ihn, drück die Ellenbogen zum Boden, lass den Nacken lang, atme, atme, atme und locker lassen. Dein letztes Mal Ellenbogen zum Boden drücken, Becken aufrichten, Lendenwirbelsäule fest in die Matte reinschieben, Nacken lang, atme und lass locker. Jetzt öffnest du noch einmal die Arme in U-Form, legst sie nochmal entspannt hier auf der Seite ab. Deine Handinnenflächen zeigen zur Decke. Atme nochmal tief ein und aus und gebe jetzt mit deinen Fersen oder Unterschenkeln noch einmal Druck auf die Stuhlfläche. Und jetzt löse hier nochmal den Po von der Matte, den unteren Rücken. Spür nochmal, wie sich die Rückseite deiner Oberschenkel aktiviert, wie der Po ein bisschen aktiv wird. Zieh deinen Bauch nach innen. Und rolle hier wieder ab. Und noch einmal, löse den Po, komm hier hoch, halte diese Spannung, bleibe immer oben auf dem Boden liegen.
Lass deinen Nacken lang. Geh hier wieder nach unten. Und komm noch einmal nach oben. Und wenn du kannst, dann federst du mal hoch und hoch und hoch und hoch. Der Po arbeitet die Rückseite der Oberschenkel. 4 und 3 und 2 und 1. Rolle langsam ab. Dann zieh dein rechtes und linkes Knie wieder zu dir heran. Umfasse hier bitte nochmal beide Oberschenkel. Lass die Schultern tief, den Nacken lang. Mach dich hier nochmal rund. Dehne nochmal über die Rückseiten. Atme hier gut ein und aus. Und wenn es geht, schaukel einfach nochmal so ein bisschen über deine Wirbelsäule. Kinn Richtung Brustbein. Richtig angenehm. Einfach mal den ganzen Rücken abschaukeln. Oberkörper langsam wieder auf der Matte ab und jetzt schiebt ihr mal mit einem Fuß euren Stuhl einfach weg und dann regelt und streckt ihr euch mal ganz lang auf eurer Matte aus. Ich mache noch mal ein bisschen Entspannungsmusik an, macht ihr ein bisschen leiser. Ich hoffe, dass ihr dabei ein bisschen entspannen und abschalten könnt. Dann schließt ihr eure Augen. Wenn ihr das nicht leiden könnt, dann lasst ihr sie einfach offen. Zieht ihr mal eure Arme ganz lang hinter den Kopf und stellt euch vor, wenn ihr morgens aufsteht und ihr regelt und streckt euch so ein bisschen, macht ihr einfach mal den Wechsel, die rechte und linke Seite lang. Zieht mal den ganzen Körper lang, lang, lang. Und dann lasst ihr mal ganz entspannt eure Fußspitzen nach außen wegfallen. Spürt mal dabei, wie sich eure Beine komplett entspannen, wie sich der Po entspannt, der Bauch, der Schultergürtel, die Arme, die Hände bis in die Fingerspitzen hinein. Lasst ihr alles ganz locker und entspannt. Entspannung. Lass dir den Atem ruhig und gleichmäßig ein- und ausfließen. Wenn möglich, atmet ihr durch die Nase ein und durch den Mund oder die Nase wieder aus. Und bei jedem Ausatmen spürt ihr, wie sich eure komplette Muskulatur entspannt. Wie ihr noch ein Stück tiefer und entspannter und gelöster in eure Matte hineinsinkt. Und aus dieser Entspannung heraus nehmt ihr jetzt beide Hände unter euren Kopf und faltet die Hände unter den Kopf. Zieht eure Ellenbogen in Richtung Decke
Und jetzt zieht ihr mal mit den Händen den Kopf ganz sanft nach vorne, bis ihr eine angenehme Dehnung über euren Nacken fast bis in den oberen Rücken hinein spüren könnt. Und wenn ihr mögt, dann bewegt ihr jetzt mit euren Händen den Kopf ganz sanft in eine verneinende Bewegung. Das heißt, der Kopf arbeitet nicht aktiv, sondern eure Hände arbeiten aktiv und drehen den Kopf ganz langsam und sanft von rechts nach links. Wenn euch das unangenehm ist, dann bleibt ihr einfach nur in der ersten Dehnposition. Das macht immer jeder so, wie es für ihn angenehm und in Ordnung ist. Dann pendelt ihr euch allmählich mittig wieder ein. Senkt den Kopf langsam wieder zum Boden. Öffnet beide Ellenbogen weit nach außen, drückt sie wieder zum Boden. Dann stellt ihr den rechten und linken Fuß nacheinander auf. Führt einmal langsam euer rechtes Knie nach außen. Das linke folgt, euer Blick bleibt zur Decke gerichtet. Und ihr drückt beide Ellenbogen fest zum Boden und führt eure Knie, soweit es geht, auf die rechte Seite. Und hier angekommen, atmet ihr dann ganz bewusst in euren Bauch tief ein und aus. Dann zieht ihr das linke und rechte Knie wieder nacheinander zur Mitte hoch, richtet das Becken wieder mittig ein und führt langsam das linke Knie nach außen, das rechte folgt, der Blick bleibt immer noch zur Decke gerichtet, drückst wieder ganz fest die Ellenbogen zum Boden. Und dann atmet ihr wieder in den Bauch, ganz bewusst tief ein und aus. Ja, versucht wirklich immer wieder fest die Ellenbogen zum Boden zu bringen, die Beine so weit es möglich ist abzulegen, dass eure Wirbelsäule mobilisiert wird und ihr eventuell ein bisschen über eure Brustmuskulatur dehnen könnt. Dann zieht ihr wieder das rechte und linke Knie nacheinander zur Mitte hoch. Jetzt zieht die Knie nacheinander zum Oberkörper heran. Löst die Hände unter eurem Kopf, umfasst hier bitte nochmal beide Oberschenkel und beschreibt hier nochmal mit beiden Knien einen großen Kreis an der Decke und massiert hier nochmal ganz bewusst euren Lendenwirbelsäulenbereich. Korrigiert dabei immer wieder die Schultern von den Ohren weg, lasst den Nacken lang. Pendelt ihr euch hier mittig ein, hebt noch einmal den Kopf von der Matte weg und jetzt fangt ihr nochmal an, nochmal auf eurem Rücken so ein bisschen zu schaukeln. Und vielleicht bekommt ihr genügend Schwung, dass ihr zack zum Sitzen hochkommt. Sehr gut, wenn nicht, dann zieht ihr euch an einem Bein hoch und dann streckt ihr mal beide Beine nach vorne lang aus. Richtet euch einmal im Rücken auf und jetzt wandert ihr einfach nochmal mit euren Händen nach vorne, so weit ihr kommt. Ja,
Dabei spürt ihr die Dehnung über eure Rückseite, vom Oberschenkel bis in den Po, vielleicht bis in den unteren Rücken hinein. Bring dich hier nochmal tief, atme gut ein. Falls ihr möchtet, legt ihr euch hier ganz nach unten ab. Ansonsten Schienbeine, Fußgelenke, atmen. Und dann rollt ihr von hier langsam Wirbel für Wirbel wieder auf. Kommt langsam rum in den Vierfüßlerstand. Eure Fingerspitzen zeigen leicht nach innen. Knie sind hüftbreit geöffnet, Hände schulterbreit. Und jetzt wackelt einfach mal mit der Hüfte so ein bisschen nach rechts und links. Locker nochmal deinen unteren Rücken aus. Zieh die Schultern tief. Bewege die Wirbelsäule so ein bisschen von rechts nach links. Wenn du möchtest, nimm den Kopf nochmal dazu. Aber nicht, dass euch schwindelig wird. Aufpassen. Und stopp hier wieder. Schieb die Wirbelsäule einmal rund zur Decke. Lass den Kopf zwischen deinen Armen nochmal hängen. Und jetzt wandert ihr mit den Händen langsam in Richtung Knie. Rollt Wirbel für Wirbel in den Kniestand nach oben auf. Kreist hier nochmal mit beiden Schultern ganz bewusst zurück. Spüre nochmal, wie du hier richtig alles durchbewegst. Locker den Schultergürtel kräftig aus bis in die Hände hinein. Dann stellst du einen Fuß auf, drückst dich am Oberschenkel ab, kommst hier langsam zum Stehen hoch. Öffnest hier nochmal beide Beine. Beugst hier nochmal beide Knie, ziehst die Schultern tief nach unten. Und neigst dir noch einmal den Kopf zur rechten Seite. Hebe ihn einfach wieder an. Neige ihn noch einmal zur linken Seite. Zieh dabei beide Schultern aktiv nach unten. Versuch hier nochmal lang zu werden. Zieh deinen Bauch nach innen. Atme gut ein und aus. Und dann hebe deinen Kopf einfach. Senk das Kinn hier noch einmal zum Brustbein ab. Und hebe den Kopf wieder an. Zieh beide Arme lang nach oben. Und recke und strecke dich hier noch einmal. Gib deine Wirbelsäule noch mal viel, viel Platz, so wie wir das nach jeder Stunde machen. Egal ob Bauch, Beine, Po und Rücken, ob Rückenfitness oder Bodystyling. Öffnest du die Arme nochmal weit nach außen, zieh die Schulterblätter nochmal kräftig zusammen, öffne dich über deinen Brustkorb. Führ mir nochmal die Arme zu, schieb mir die Handinnenflächen zu, senk die Hände in Richtung Fußboden ab und rolle im oberen Rücken auf und zieh die Schultern tief. Und die Arme tief ein und wieder aus. Und nochmal tief einatmen. Aus und ein letztes Mal tief einatmen und aus. Dann lockert ihr beide Arme kräftig aus, die Beine kräftig aus und lang. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch zu Hause fürs super Mitmachen wieder. Gut, dann bin ich immer schneller. Hoffe ich, dass ich die ganzen Homeoffice-Leute, die da oben verspannt sind, vielleicht so ein bisschen entspannen konnte. Vielleicht die wieder einsteigen wollten, dass sie ein bisschen Beweglichkeit in sich reinbekommen haben, vielleicht ein bisschen Koordinationsübungen, vielleicht ein bisschen Beinübungen damit für sich selber erreichen konnte. Ich fand, ihr habt super zu Hause mitgemacht. Ich bedanke mich wirklich ganz, ganz herzlich bei euch. Ich freue mich wieder über eure Rückmeldungen, entweder über die Kommentare oder gerne die Mails an mich persönlich. Ich versuche nach wie vor alle zu beantworten. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.